Das sind die Themen. Nichts Neues. Nigerianer sticht auf 3 Polizisten ein und ist trotzdem frei. Betet für Michael Stürzenberger. So geht es ihm aktuell im Krankenhaus. Und 5 Gründe für Deutschlands Krankheit. So sieht biblische Heilung aus. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir starten zunächst einmal in Deutschland, genauer gesagt in Karlsruhe, wo mal wieder ein Mann mit einem Messer auf Polizisten eingestochen hat. Und dieser Täter ist tatsächlich wieder auf freiem Fuß, was deutlich macht, dass Straftäter keine Strafe zu erwarten haben anscheinend. Und das sagt schon alles über die deutsche Justiz aus, denn die Polizisten sind mittlerweile auch dienstunfähig. Und genauso sind auch die Gerichte anscheinend unfähig, Täter zu bestrafen. Am 7. Juli wurde berichtet, 3 Attacken in 18 Stunden. Mann sticht auf Polizisten ein und ist trotzdem frei. 2 Beamte nach Angriff dienstunfähig. Fassungslosigkeit bei der Bundespolizei in Karlsruhe. Ein Mann hat innerhalb von 18 Stunden 3-mal Polizisten angegriffen, mit einem Messer 2 Beamte verletzt. Trotzdem ist der Nigerianer auf freiem Fuß. 3-mal Polizisten angegriffen, aber keine Haft. Nach Bildinfo versuchte die Bundespolizei, den Karlsruher Bereitschaftsstaatsanwalt 2-mal davon zu überzeugen, einen Haftbefehl zu beantragen. Dieser wurde letztendlich abgelehnt. Warum? Das weiß anscheinend auch nur Gott allein, warum solche Straftäter nicht bestraft werden. Also wir sehen auf jeden Fall, die deutsche Justiz ist wieder mal am Versagen. Und da kann man nur sagen, gute Besserung Deutschland, mögen die Täter letztendlich im Gericht Gottes das ernten, was sie gesät haben. Denn die deutsche Justiz ist ja dazu anscheinend teilweise nicht in der Lage. Ja, und mit Messerattacken erkennt sich leider auch Michael Stürzenberger aus, aufgrund des Anschlags in Mannheim, bei dem ja auch Ruven, ein Polizist, ums Leben gekommen ist. Datentäter soll irgendwie jetzt auch nicht mehr laufen können. Aber wir schauen uns mal an, wie es aktuell Michael Stürzenberger geht. Denn ich wurde oft gefragt, sag mal, wie geht es eigentlich mit Michael Stürzenberger? Hast du da irgendwelche Infos? In Livestreams werde ich das auch oft gefragt. Und Michael Stürzenberger hat jetzt selbst eine aktuelle Info rausgegeben, und zwar auf Telegram am 9. Juni, und da möchte ich gerne etwas mit euch teilen daraus. Ich zitiere Michael Stürzenberger, er sagte, nachdem jetzt immer wieder nachgefragt wurde, ich befinde mich weiterhin in intensiver ärztlicher Behandlung, ich musste mich gerade einer weiteren OP in der Klinik unterziehen, da es Komplikationen im Knie gegeben hatte. Der Schleimbeutel hatte sich wegen des Einstichs entzündet und das Knie war dick mit Flüssigkeit geschwollen. Alles musste herausoperiert werden. Ich trage jetzt nach der OP eine Beinschiene, laufe mit Krücken und muss das Bein, das 3 tiefe Messerstiche abbekam, 6 Wochen lang schonen, viel hochlegen. Weiter schreibt er, bin auf Reha mit Physiotherapie, Lymphdrainage, Krankengymnastik und werde sicher 2 Monate von der Bildfläche verschwunden sein. Dann gibt es noch eine OP an einer Zahnwurzel, die durch das Kampfmesser durchgetrennt wurde. Einige Gesichtsmuskeln sind durch die 3 Stiche ins Gesicht noch taub. Man hofft, dass die Nerven wieder zusammenwachsen. Und letztendlich dann noch, außerdem danke ich dem aramäischen Christen aus dem Irak, der sich mutig auf den Afghanen warf und ihn dadurch einige Momente außer Gefecht setzte, bis ein anderer Passant, der auch helfen wollte, die Situation aber offensichtlich falsch einordnete und daher versehentlich auf den Christen einschlug. Dieser Christ war zu Beginn unseres Aufbaus in Mannheim schon zu mir gekommen und hatte sich für unsere Aufklärungsarbeit bedankt. Ja, also das ist der aktuelle Gesundheitszustand von Michael Stürzenberger, und deswegen würde ich auch gerne dazu aufrufen, für Michael Stürzenberger zu beten, nicht nur, dass er wieder auf die Beine kommt, dass er wieder gesund wird, sondern vor allem auch für Michael Stürzenberger zu beten, dass er zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus findet, den er auf den Kundgebungen ja auch immer sehr gut verteidigt, aber selbst leider kein Christ ist, und ich hoffe, dass er vom Agnostizismus zu Christus sozusagen geistig konvertiert. Das wäre das Beste, was Michael Stürzenberger passieren kann. Dazu schauen wir uns ein Bibelvers auch an, beziehungsweise im 1. Timotheusbrief. Da heißt es in Kapitel 2, Abvers 1,
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und Jesus sagte, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ins Reich Gottes, zum ewigen Leben, außer allein durch Jesus Christus. Da wir für alle Menschen beten sollen, auch für die Menschen in hoher Stellung, lasst uns beten für Michael Stürzenberger, dass er zu Jesus findet und natürlich alle anderen, die das noch nicht getan haben, auch. Und auch für unsere Regierung. So eine merkwürdige Regierung, das auch sein mag, beten wir für sie, dass sie wieder Entscheidungen treffen, die pro Deutschland sind, die für das Volk sind und vor allem auch die mit der Bibel vereinbar sind. Das wäre doch mal ein Schritt in die richtige christlich-biblische Richtung. Bevor wir uns 5 Dinge anschauen, was in Deutschland falsch läuft und wie man Deutschland auch heilen könnte laut Bibel, gesellschaftlich, geben wir erstmal kurz ab in die Werbung. Kennen Sie das? Sie haben jahrelang eine Partei gewählt, aber wurden von den Lügen und leeren Versprechen der Politiker bitter enttäuscht? Sie haben am Ende des Monats kaum Geld mehr übrig und müssen sogar Flaschen sammeln? Sie sind jetzt im hohen Alter und haben es trotzdem nicht geschafft, ein Eigenheim zu finanzieren? Wir haben die Lösung. Jesus wird Sie niemals belügen und halten, was er verspricht. Jesus schenkt Ihnen das ewige Leben, und zwar völlig kostenlos. Jesus hat nicht nur ein Haus für Sie gebaut, sondern eine ganze Stadt, nämlich das neue Jerusalem. Darum zögern Sie nicht und wählen Sie Jesus Christus. Kennen Sie das? Sie freuen sich über die Komplimente von Männern, weil sie sich in ihren Videos halbnackt auf TikTok, YouTube oder OnlyFans präsentieren? Wir sagen Ihnen, das ist kein Grund zur Freude. Denn die Bibel prophezeite, dass die Menschen der Endzeit sich selbst mehr lieben werden als Gott. Doch wir haben eine Lösung für Sie. Verlassen Sie Sodom und Gomorra und buchen Sie Ihr Ticket ins Reich Gottes noch heute. Kleiden Sie sich biblisch und lieben Sie sich nicht selbst oder die Komplimente von Männern, sondern lieben Sie Gott mehr als die Menschen und folgen Sie allein Jesus Christus. Ja, die beste Werbung, die man in diesen verrückten Zeiten machen kann, in diesen Wehen der Endzeit, ist Werbung für die Wahrheit, Werbung für das Wort Gottes, für Jesus und für die Bibel. Und deswegen hoffe ich, dass viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, an unseren Glauben teilnehmen, nämlich den Glauben an Jesus Christus teilen. Und ich möchte mit euch jetzt auch etwas teilen, nämlich 5 Gründe, warum Deutschland gesellschaftlich erkrankt ist, weil man sich nicht mehr auf das Wort Gottes fokussiert, sondern im Gegenteil das, was Gott geboten hat, mit Füßen tritt. 5 Beispiele schauen wir uns diesbezüglich mal an. Erstes Beispiel, da heißt es, EKD-Ratsvorsitzender Kurschus. Impfen ist eine Pflicht aus christlicher Nächstenliebe heraus. Die Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschaus, befürwortet eine generelle Impfpflicht gegen Covid-19. Hier spricht also die Vorsitzende der evangelischen Kirche mehr oder weniger und sie sagt, dass eine Impfpflicht oder die Impfung an sich ein Akt der christlichen Nächstenliebe ist. Nun, mit der Bibel kann man das natürlich nicht irgendwie in Verbindung bringen, denn Gott ist laut Bibel unser Arzt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand in der Bibel gibt, der sich hat impfen lassen. Was haben die Männer und Frauen Gottes alles auf sich geladen und durchlebt und waren nicht geimpft, weil sie geboostert worden sind mit dem Heiligen Geist Gottes, durch den sie dann aktiv wurden. Deswegen mein Rat an alle, das sollten wir lieber nicht ernst nehmen. Die Liebe zu Gott besteht darin, Gottes Gebote zu halten und eine Impfung gehört nicht dazu. Zweites Beispiel. Auf der Seite bundestag.de 2017, da wurde berichtet, Mehrheit im Bundestag für die Ehe für alle. Die Ehe steht in Deutschland zukünftig auch homosexuellen Paaren offen. Ja, hat die Bibel verboten, interessiert aber in Deutschland viele Politiker nicht. Ehe für alle, das ist etwas, was laut Bibel nur für Mann und Frau gilt, aber heute in Deutschland leider nicht mehr umgesetzt und praktiziert wird. Drittes Beispiel. Da heißt es, vereinfachte Geschlechtsänderung. Bundestag beschließt Selbstbestimmungsgesetz. Ja, und dieses Selbstbestimmungsgesetz, das sagt, man kann sein Geschlecht ändern, aber man kann sein Geschlecht nicht ändern. Man ist, was man ist, wozu man geboren wurde.
Mann oder Frau, und man kann das Geschlecht nicht ändern wie ein TV-Programm oder seine Socken, das sollte jedem klar sein, aber wir leben eben in verrückten Zeiten. Beispiel Nummer 4, ebenfalls auf der Seite vom Bundestag. Regenbogenflagge weht erstmals auf und vor dem Reichstagsgebäude. Anlässlich des Christopher Street Days wurde am Samstag 2022 erstmals die Regenbogenflagge auf und vor dem Reichstagsgebäude gehisst. Ja, wir wissen als Christen, der Regenbogen am Himmel, das ist ein Zeichen Gottes, ein Zeichen zwischen Gott und den Menschen, einen Bund, den Gott mit den Menschen nach der Sintflut gemacht hat. Wer aber das so umdreht und den Regenbogen zu einer LGBTQ, Sodom und Gomorra Agenda benutzt, der hat keinen Bund mit Gott, sondern einen Pakt mit dem Widersacher. Deswegen auch das äußerst kritisch, was dort vollzogen ist oder vollzogen wird, am Reichstagsgebäude auch noch. Und fünftes Beispiel. Da wird berichtet auf der Seite kirchenundleben.de, also von Christen, der Muezzinruf gehört zu Deutschland. Zudem sollten auch Christen ein Interesse an der Zulassung von Muezzinrufen haben. Nee, daran sollten wir kein Interesse haben, denn man spricht bei dem Muezzinruf, es gibt nur einen Gott, nämlich Allah, und Mohammed ist sein Gesandter. Aber im Koran steht, dass Allah alle Christen verflucht, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Sure 9, Vers 30. Und das sollen wir auch noch befürworten und Werbung dafür machen, dass man das überall hier rumschreit in Deutschland. Ja, wir sind ja nicht in Afghanistan bei den Taliban und die Scharia ist auch noch nicht in Deutschland installiert. Deswegen sollten wir auch das auf jeden Fall vergessen. Dass das aus dem Mund von Christen kommt, ist sowieso nochmal ein anderer Skandal. Wir schauen mal in die Bibel, da heißt es im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 7, Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Deutschland, so wie viele andere Länder auf der Welt natürlich auch, sind krank, gesellschaftlich, spirituell, kulturell, geistlich, und deswegen braucht auch Deutschland Heilung, was unter anderem daran zu messen ist oder damit geschieht, dass wir umkehren von den bösen Wegen. Was damit wiederum genau gemeint ist, schauen wir uns auch anhand der Bibel an. Da heißt es in Exodus 15 und im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und jetzt kehrt um von euren bösen Wegen, was wir gerade gelesen haben, und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz. Ein Land kann also geheilt werden, nachdem es von Gott sich verabschiedet hat und von den Geboten, wenn sie zurückkehren zum Glauben an Gott und an die Bibel und an Jesus und zurückkehren zu den Geboten Gottes. Aber gerade im Christentum heute ist es ja der Fall, dass man davon ausgeht, die Gebote sind eh alle abgeschafft, das Gesetz ist abgeschafft. Also selbst die Christen wollen ja die Gebote Gottes noch nicht mehr halten. Wie sollen das dann die Nichtchristen tun? Also da geht der Appell raus, vor allem an die Christen zurückzukehren zu den Geboten Gottes, damit Deutschland geheilt wird. Was geschieht, wenn Jesus zurückkommt? Denn er kommt nicht mit der Gesetzlosigkeit oder der Scharia oder dem deutschen Bundesgesetz. Er kommt zurück mit der Tora, dem Gesetz des allmächtigen Gottes. In diesem Sinne, gute Besserung. Lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video. Abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank an alle Geschwister, die das tun. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Friedefürst und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.